Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen hier gemeinsam schöne Spiele. Heute sind wir wieder unterwegs im Capital Wasteland Fallout 3. Haben uns gerade von der Familie verabschiedet. Und jetzt machen wir uns langsam mal auf den Weg zurück nach Arefu, um, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, zu berichten, was wir vorgefunden haben. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Arefu. Und weiter geht's ins Wasteland. Was ist denn hier schon wieder so ein blöder Enclave-Bot? Ja. Hallo, Wasteländer. Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber diese Augenbotstellen machen mich richtig an. Das Ding nervt. So, kann ich da jetzt wieder rein? Da kann ich wieder rein. Das heißt, oh, ist dunkel hier. 100 Wert, nehmen wir. Würde ich mal sagen, ne? Missile nehmen wir auch immer. Können wir brauchen, um Türen mit aufzusprengen. Kamera jetzt nicht unbedingt. Ah, man kann sofort erkennen, aus welcher Tür man wieder raus kann. Okay. Was haben wir hier? Nope, no English stream should be marked as German. Ich meine, der Kollege hat mir schon mal zugeguckt und hat da schon gefragt, ob ich Englisch sprechen kann. Egal. Oh, brauchen wir noch einen anderen Computer? Ganz viele Computerterminals. Ach so, und ein Mainframe. Im Boxcar. Ja, warum nicht? Wo geht's denn hier raus? Hallo? Wo geht's hier raus? Hallo? Hä? Ah, okay, am Griff. Uff, okay. Komme ich hier auch rein? Ja. Das ist kaputt, würde ich sagen, wa? Stehe ich jetzt gleich oben drauf? Jo. Ob da Mods drin sind? Ja, ich habe eine ganze Menge Mods installiert. Also einmal zum Beispiel, dass ich hier rein kann. Normalerweise kannst du ja nicht in die Metrowagen rein. Dann habe ich noch einen Feuermodus-Wahlmod installiert. Dann habe ich einige Mods, die es ein bisschen schwieriger machen drauf. Einige sind Plugins, damit es überhaupt läuft unter Windows 10. Und ein Weapon-Mod. Also zum Beispiel das Zielfernrohr ist aus dem Weapon-Mod. Das ist standardmäßig nicht da drauf. Ich glaube, Fallout oder generell irgendein Spiel auf der Engine, sei es Fallout oder Elder Scrolls, das kann man gar nicht ohne Mods spielen. Das geht überhaupt nicht. So, wir hängen da mal eine Rakete dran, 15 Sekunden, und dann springen wir das Ding mal in die Luft. Mal sehen, ob wir es aufkriegen. Ist er auf? Nö. Schade. Waren wir hier schon drin? Oh ja, hier ist das Blut auf dem Boden. Hier waren wir schon. Was haben wir hier denn Schönes? Tafeln! Schiefertafeln oder Schultafeln. Schultafeln transportiert man generell in Eisenbahnwaggons, weil Eisenbahnwaggons sind dafür bekannt, dass sie sehr, 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 sehr ruhig laufen. Da gehen Tafeln bestimmt nicht kaputt, wenn die da drin liegen. Bestimmt nicht.
muss meinen. Irgendein Skill, was ist denn das? Ein Skill? 1000 EP noch. Das sind 500 Kills! Oh. Morphium, Kronkorken. I gain experience from amassing wealth. Okay. Kaputt. Haben wir noch mehr. Ups. Hey. Ah, okay. So, müssen wir in das K noch rein da. In dem da waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, da waren wir schon drin. Hier waren wir hier schon drin? Ne, toten Hund kenne ich noch nicht. Der tote Hund hat hier drin einen Brahmin gefressen. Das ist doch ein Brahmin-Schädel. Kampfhund, eindeutig. Dann erkennt man auch wieder hier, wir sind hier eindeutig in Amerika. Schon vor dem Krieg sind die einfach mit dem Raketenwerfer spazieren gefahren, weil warum sollten sonst Raketen in einem U-Bahn-Wagen liegen? Hier ist nichts drin. Iron und Troika, das bringt es jetzt auch nicht wirklich. Ist da hinten noch was? Ne, dann gehen wir wieder raus. Was ist er für einer? Ein Pit Dog. Was macht ein Pit Dog? Auf jeden Fall sollte man ihn umbringen. Wo bin ich überhaupt? Da hinten ganz. Ach du Hilfe. Wir müssen zurück nach Arefu. Ja. Super Sledge, aber der ist auch zu schwer, den kriege ich nicht mitgeschleppt. So, wir müssen wieder zurück nach Arefu, dass wir die Mission abschließen können. Mal gucken, ob wir da einfach so hinlaufen können. Ui, sorry. Oder ob wir da wieder unterwegs umgebracht werden. Oh, ja, ich weiß nicht, ob ich dahin will. Gute alte Gauss Rifle. Oder Gauss, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Zack. Noch ein, komm.
Der ist hin. Wofür trage ich eigentlich eine Power Armor, wenn ich von jedem Schuss verkrüppelt werde? Jedes Mal, wenn einer auf mich schießt. Okay, das war doof, weil ich nicht auf Semi geschaltet hatte. Nö, drei, ich denke mal, ein Dreier. Wertsmaut kann er wohl machen. Ich habe das Ding da ja auch nur drauf, weil. Weil es gerade da war. Hinten läuft wieder so ein Scheißviech rum. Oha. Mutantenlager, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Komm, wir nehmen das Mutantenlager auseinander. Kriegen wir schon hin. Hallowed Moors Friedhof. M14 Assault Rifle. Okay. Why not? Hä? Ach da. Die lacht gut. Die nicht. Nee. Die lacht gut. Sag ich doch. Was zum Teufel war da drin, was da gerade explodiert ist? Ödland-Gefangener. Wieso Gefangener? Habe ich den... Habe ich die gerade vielleicht aus Versehen, Ja, eigentlich will ich einen M60 Machine Gun, aber, der liegt doch Energy Cells hier, oder? Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir nähern uns Arefu. Das ist gut, die Richtung passt noch. Das ist schön. Lass mal so einen Bus reingucken, ja, wa? Haben wir auch noch nicht gemacht.
Geh wieder. Der war voll mit Gulen. Nix wie weg. Mama, ich renn weg. Tschüss. Hab euch nicht mehr lieb. Also Gule habe ich sowieso nicht lieb. Also so ein Hintereingang nach hier Arevu, das wäre echt nicht verkehrt hier. Wo war denn noch die Tante, die mich dafür bezahlt hat, dass ich mich verstrahlen lasse? War das in Megaton? Ja, ne? Da könnte man ja gleich mal eben hinlaufen. 200 Reds habe ich ja schon drauf. Pfeife ich mir vorher noch ein bisschen was von verseuchten Fressen rein. Und dann bin ich danach dann ordentlich verstrahlt und sie freut sich und zahlt mir ordentlich Caps und heilt mich. Hab ich gerade was gehört? Ah, den da habe ich gehört. Hi! Ganz toll. Erst einmal. Heute ist Tag des toten Raiders. Kannst du bitte sterben? Danke. Bier nehmen wir mit. Was für eine Frage. Natürlich nehmen wir Bier mit. Ja. 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 Okay. Der Sausack. Gott, oh Gott. Kommen die ollen Scheißviecher da auch noch raus, oder was? Ja. Mal gucken, ob ich mit meiner Triage. Ich habe keine. Was wollen die alle von mir? Wo kommen die auf einmal alle her? Gott, oh Gott, oh Gott.
Puh. Das ist ein Sativex, ich weiß es nicht. Das wird jetzt eine lange Heimreise nach Dings. Nach Arefu oder wo auch immer wir hin wollen. Wo kamen die denn jetzt her? Bin ich nur überladen oder einfach nur crippled? Ich bin einfach nur crippled. Scheiße. Ist natürlich doof. Ist er hier? Hier kommt natürlich auch wahrscheinlich keine Handelskarawane oder sowas vorbei. Problem ist, ich glaube auch nicht, dass in Arefu jemand ist, der mich heilen kann. Naja. Na super. Ja, sie kommen. So. Alles leer, so ein Mist. Gibt's in der Refu einen Doktor? Ich weiß nicht. Da hinten müssen wir hin. Wir sind quasi in Sichtweite, aber. Oh. Mal einen Quicksave machen. Ja, ärgerlich, wenn wir da gleich nochmal abgeschlachtet werden. So. Ja. Also ich muss echt zusehen, dass ich das mit dem Mediziner hinkriege, dass ich mir meine Limbs, meine Gliedmaßen selber zusammenflicken kann, weil ist sonst ein bisschen doof. Oh, vielleicht hat er hier Stimpaks im Angebot, der verkauft doch Sachen, oder? Ja. Oder nicht, wa? Ei, voll Mac. Der hat den gleichen Schrott, den ich ihm verkauft habe, ne? Ja. Ist natürlich doof. Habe ich irgendwelche Waffen, die ich nicht brauche? Bottle Cap Mine, weg damit. Der Muni, die ich brauchen könnte, 9x19, bringt mir mal gar nichts. Jet. Ne, der hat nach wie vor nur den ganzen Kram, den ich ihm mal verkauft habe. Danke. Bis später. Schade. Versuch was wert.
Ich bin erkrankt an Advanced Red Poison. Jetzt bin ich sicherlich auch noch mehr überladen. Ne, bin ich gar nicht. Rad, wie viel Rad habe ich jetzt intus? 466. Das kriegen wir gerade noch so überlebt. Ich hoffe nur, dass ich es echt bis Arefu schaffe jetzt, dass ich die Quest abschließen kann. Lust auf ein Tänzchen Hackfleisch? Dann wollen wir mal! Immer Cent auf Mass. So. So, du hast deinen spackigen Freund gelassen? Na, der ist weg, okay. Was ist denn das jetzt für ein nerviges Geräusch? Das ist ein Trader. Den kann ich scheiß verkaufen. Oder ist das eine Reisekarawane? Eine Reisekarawane wäre auch cool. Wenn es eine Reisekarawane ist, dann muss ich schnell... Lauf nicht weg. Dann muss ich schnell hoch zu Evans und dann reisen wir nach Megaton und lassen uns da von der Tante zusammenflicken. Das wäre schon mal echt cool. Ja. Hallo. Hallo. Hey Crow. Willkommen. Mein Name ist... Schön Crow. Wenn Kleider wirklich Leute machen, kann... Stimpaks! Her damit! Waffen. Minen brauche ich nicht. Die Hunting Rifle kann weg. Laser Rifle kann weg. Den Ripper verkaufe ich auch. Was noch so schön ist, Conductor 3 Stück. Eine Lunchbox. Bisschen Pre-War Money. Zwei Sensormodule. Mit so jemanden macht man gerne. Aber nu. Hallo. So, wenn ich bei ihm angekommen bin, starte ich mal kurz das Spiel noch, um dieses nervige Kettensägengeräusch loszuwerden. Läuft nicht ganz so rund heute, aber das macht ja nichts.
So. Hi, Evan. Ich weiß zwar nicht. Nochmals danke. Ich weiß, ich habe mit Ihnen gesprochen. Und er hat mir alles erzählt. Wollen Sie mit... Sagen Sie, Vance, dass wir mit... Einige davon... Tut mir leid. Die Quelle ist versiegt. Tut mir leid. Kommen Sie bei... Okay. Na, wie geht es Ihnen denn? Tut mir... Komm. Die wollen nicht. Also muss man sie umbringen. Okay. So, dann haben wir die Quest erledigt. Sehr schön. Ich speichere einmal kurz und dann muss ich einmal eben das Spiel neu starten. Das ist ja schrecklich hier, dieses Kreissägengeräusch. So, das war der Rückweg nach Arefu. Da sind wir wieder. Ja, leider mit Absturz einmal mittendrin. Aber ich sag ja, es ist bis jetzt echt wenig abgestürzt. Also, da finde ich es mit früher Vergleiche, es ist immer noch wesentlich stabiler geworden mittlerweile. Was aber sicherlich auch daran liegt, dass die Rechner heute einfach mehr können. Ja. Der Schnitt nach dem Absturz sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum da direkt eine Handgranate nach mir fliegt. Kann sein, dass ich ein bisschen spät auf die Aufnahmetaste gedrückt habe. Ist aber auch schon, ich habe das am 8. Februar aufgenommen. Und heute schneide ich es am 11. März. Ist schon 4 Wochen her, weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich habe da nichts rausgeschnitten oder so. Es sei denn, es kann auch sein, dass es dann noch dreimal abgestürzt ist, dann habe ich das rausgeschnitten. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie rausgeschnitten, weil ich nicht weitergekommen bin oder so. Dann hättet ihr mir halt zugeguckt, wie ich 30 Mal sterbe, wäre dann eben so. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich habe es am 8. Februar aufgenommen. Ich habe es am 8. Februar gestreamt. Und habe es jetzt dann... Jetzt kommt es hier. Also, wenn da nichts verpassen will, sollte da zuschauen. Da spiele ich auch viele, viele andere Dinge, die hier nicht unbedingt auftauchen. Wenn ich hier alles hochladen würde, was ich auf Twitch streame, hätten wir hier pro Tag 8 Videos. Also, oder pro Tag 4 Stunden Video im Schnitt, würde ich sagen. Kommt wohl hin. Je nachdem, wie viel ich zocke. Von daher... Vieles, was da auftaucht, taucht hier nicht auf. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne wieder rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal im Wasteland.